Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute am Start der NDC Kohlenmonoxidmelder. Das ist ein Kohlenmonoxid-Informationsgerät, welches 10 Jahre halten soll. Super cool. Selbst wenn er nur 8 durchhält, ist es auch schon cool. 10 Jahre finde ich echt heftig, ey. Boah, cool. Kohlenmonoxid ist nämlich so eine Sau, die zum Beispiel bei der Verbrennung von Gas entsteht. Also es ist ein CO-Melder. Und es kann passieren, wenn zum Beispiel eure Gasanlage ein Leck hat, dass dann dort dieses Verbrennungsgas austritt. Das Schlimme ist, Kohlenmonoxid selber ist geruchslos. Das heißt, ihr merkt es gar nicht, wenn Kohlenmonoxid bei euch in der Bude sich befindet. Ihr merkt es nur, wenn es zu spät ist, sprich, wenn ihr ohnmächtig werdet, aber dann merkt es auch nicht mehr. Und ja, dann kann es passieren, dass ihr nicht mehr aufwacht, weil das Kohlenmonoxid nämlich aus eurem Körper das O2 verdrängt. Ne, das hat dann sozusagen, das verdrängt das, ist so ein Platzhirsch dort, und ohne O2 habt ihr ein Problemchen, denn dann kann euer Körper nicht mehr funktionieren. Ja, ist doof, ne? Das heißt, bestes Beispiel bei uns wurde oben, wir haben zwei Kanäle, sprich zwei Abgaskamine gehabt. Wir hatten gesagt, mach einen zu, weil das normale Feuerkamin nicht mehr aktiv war. Was machen die Herrschaften? Sie machen beide zu. Und wir waren wirklich ein Dreivierteljahr, dann hatten wir keinen Kamineffekt mehr. Was ist dann passiert? Durch den Rückstau ist natürlich das Abgas aus der Gasanlage ins Haus gequollen. Und hätten wir nicht so oft gelüftet oder so schön gelüftet etc., dann wären wir jetzt hinüber. Genau für so einen Fall ist so ein Kohlenmonoxidmelder genau das Richtige. Warum? Weil wir haben das Dreivierteljahr wirklich nicht großartig bemerkt, außer dass man oft Kopfschmerzen hatte, dass ich beim Scheißen eingeschlafen bin, fast bin. Also das war immer so, weißt du, dann ist man da am Kacken und die Gasanlage war halt in dem Klo oder ist in dem Klo, und dann bin ich wirklich schläfrig geworden während des Stuhlgangs. Ja, daran merkt man das vielleicht, aber man hat ja natürlich nicht so geschaltet, man denkt ja nicht daran, dass es so ist. Und deshalb, so ein Kohlenmonoxidmelder kann euer Leben retten. Ganz wichtig. Es ist ein Warnmelder mit Display und Testknopf. Er erfüllt den EN50291 Standard. Es ist die aktualisierte Fassung. Und hier haben wir fortschrittlichste elektrochemische CO2-Sensoren verbaut. Er erkennt schnell gefährliches CO, Konzentration von 23 ppm bis 999 ppm und warnt frühzeitig mit einem Alert von über 85 Dezibel. Also das hört ihr dann schon. Minimalistisches und tragbares Design. Es ist kompakt und leicht gebaut. Das heißt, dieser CO-Melder kann an der Wand montiert werden oder freistehend verwendet werden und eignet sich somit für verschiedene Gelegenheiten wie zu Hause, Büro, Hotel und auf Reisen. Wir haben einen langanhaltenden Schutz. Eine Lebensdauer von 10 Jahren mit der internen Batterie gewährleistet einen langfristigen Schutz und spart Zeit und Geld für unsere Familie. Vor allen Dingen schützt sie vor einer Kohlenmonoxidvergiftung, weil ihr werdet ja informiert, wenn ein erhöhter CO-Wert dort bei euch anliegen würde. Und dann könnt ihr natürlich dann sagen, ey, reparier mal die Gasanlage zum Beispiel. Spitzen-CO-Konzentrationsspeicher, das heißt, dieses visuelle LCD-Monitörchen speichert automatisch die höchsten CO-Konzentrationen und Alarme, die ausgelöst wurden, wenn wir nicht zu Hause sind. Ne? Vollständig zertifiziert, streng eingehalten in Sicherheits- und Leistungsstandards, zertifiziert nach EN50-291-1 2018 und EN50-291-2 2019. Ihr seht also, das Ding hier ist sehr gut, um uns dort Infos zu geben. Die Maße sind 120 mm lang und 73 mm hoch. Die Dicke liegt bei 34 mm ungefähr. Wir haben eine grüne Anzeige, wir haben eine gelbe Anzeige, wir haben eine rote Anzeige. Die grüne heißt alles gut, Standby, schön. Gelb heißt Störung. Und rot Anzeige von lokalen CO-Alerts.
Das heißt, dann solltet ihr tätig werden und den Kohlenmonoxid-Lieferant ausfindig machen. So sieht sie verpackt aus. Schönes Design. Der Sensor ist hier schön abgebildet. Es ist der Carbon Monoxide Alert ZA326H01. Einer ist da drin, den gibt es auch in mehreren Packs. Da könnt ihr auch zum Beispiel mehrere von erwerben, wenn ihr das braucht, um es zum Beispiel in mehreren Wohnungen, mehreren Häusern, im Wohnwagen, auf dem Segelschiff oder wo auch immer, dann dort zu platzieren, wenn ihr mehrere braucht. Dann ist es nämlich günstiger. Ja? Oh je. Yeah. So, packen wir mal auf und schauen uns an, wie das Ding aussieht. Erstmal hier Paper Recycle, Recycled Paper. Oh, sehr schön. Das könnte hier was sein zum Papieren. Warum Paper? Eventuell, um das Gerät beim Transport trocken zu halten. Aber dafür ist eher das da. Also das hier hat eine Möglichkeit der Sinnvolligkeit. Also wir schauen mal rein, was da drin ist. Oh ja, hier. Cool. Sehr schön. Ich bin geflasht, Leute. Das ist sonst bis jetzt immer in Plastik gewesen. Der Hersteller hat sich jetzt was einfallen lassen und hat hier eine paper-recycelbare Verpackung gemacht für die Wandmontage. Oh, ich bin stolz auf euch. Dickes Plus geht raus an euch. Denn das ist recycelbar. Kein Kunststoff. Sehr schön. So, dann haben wir hier was zum Kleben. Um es zum Beispiel an die Fliese zu kleben, wenn Fliesenfarben sind. Das hier, das brauchen wir nicht. Das ist zum Trockenlegen. Dann haben wir hier den Scanner. Hier Bedienungsanleitung. Was haben wir hier? Einmal deutsche und einmal englische Bedienungsanleitung. Schauen wir uns die kurz an. Sie ist CE-zertifiziert und kann euch anzeigen, wie sie funktioniert. Es ist in schwarz-weiß gehalten. Alles cool. So, das Teil sollte demzufolge in Räumen platziert werden, wo zum Beispiel eine Gasanlage platziert ist. Dann haben wir hier die Test-Taste. Ja, hier kann ich draufdrücken. Sehr schön designt auch, ne? Also sehr cool. Powerwall Alarm. Hier ist die Test-Taste, aber zieht euch vielleicht dann was an die Ohren, weil es ist echt laut. Auf der Rückseite sehen wir hier so ein gelbes Ding. Wenn ich das rausziehe, dann wird das Gerät aktiviert. Wir sehen hier auch eine Dreiecksschraube. Wenn ihr die nach 10 Jahren auswechseln wollt, den Akku kann ich nämlich hier drüber sehen, die galvanische Zelle, könntet ihr das demzufolge auch machen. Ihr braucht dafür nur ein Spezialwerkzeug. Ein Dreiecksbit habe ich aber auch schon in einem Video vorgestellt. Das ist also möglich. Sehr schön. Einfach ist es aufgebaut. Sehr einfach. Ne? Also wir haben hier im Prinzip einen an die Wandhänger. Da können wir es dann einfach dranhängen. Wand mit Dübeln festmachen, zack, und dann hängt das da dran. Oder wir kleben den hier hinten dran, ne, und können das dann kleben. Aber beim Kleben achtet darauf, dass ihr am besten erstmal die Montage an die Fliese zum Beispiel, also das sauber machen, das Ding dran machen, 24 Stunden warten, bis es fest ist. Beziehungsweise ihr könnt es auch zuerst hier dran machen, 24 Stunden, bis es fest ist. Und dann packt ihr das erst dran und dann solltet ihr das auch eine längere Zeit da dran drücken, also 5 Minuten, 3 Minuten mindestens. Denn das Ding hat ja schon Eigengewicht, nicht, dass es dann wieder runterplumpst. Ne? Also da solltet ihr schon drauf achten. Ansonsten halt einfach mit einer Schraube an die Wand packen oder hier unten sind Füßchen, damit kann man es sogar hinstellen. Also das ist schon mal cool gemacht. Das heißt, ich glaube, bei mir reicht es vollkommen, das hinzustellen. Das heißt, hier einfach abziehen, zack, und dann funktioniert das Ding und wird euch im Fall eines Alarmes auch die Information geben können, die wir so gerne haben. Und zwar, Achtung, Achtung, hier ist CO, hier ist Kohlenmonoxid in der Luft. Das ist gefährlich. Wir können, wie gesagt, die Akkus da drin, die Batterien tauschen, aber mit einem Dreiecks-Bit ist es möglich. Da kommen zwei AA-Batterien oder galvanische Zellen rein, die dann relativ wenig Energie brauchen, außer das Ding würde natürlich jede Woche oder so auslösen. Ne? Die rote LED blinkt und hält für 4 Zyklen von 0,35 Sekunden an. Jeder Leuchtzyklus wird von einem 0,3 Sekunden langen Alarmton dann begleitet, wenn eine Meldung anliegen sollte. Wenn wir nicht zu Hause sind, wird es abgespeichert und wir können das dann auch sehen im Display. Ne? Wir haben einen Buzzer, wir haben eine Bildschirmanzeige und eine Testmöglichkeit und die Test-Taste ist auch gleichzeitig auch die Stummschaltung, wenn das Ding nämlich piept, dass ihr sagt, ich habe es verstanden.
Das ist der NDC-Kohlenmonoxid-Tester für zu Hause oder fürs Büro. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So.